trip. I'm so excited. But let's keep it together. At least until the first death. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl. What's this? They've hired a star player. Oh, this match just gets more and more exciting. This team has been working and training harder than a scavenger slave does to stay alive. I'm thirsty. Are you, Bob? Sure am, Jim. The Bloodweiser babes are out. Which reminds me, just how refreshing Bloodweiser, a new Bloodweiser bite, all the taste of Bloodweiser without the toxic aftertaste of death can be. Any correlation to our previous thoughts and rumored sponsorship deals are purely coincidental. Is this a fair fixture, Bob? One side is clearly more powerful than the other. You really are a whiny little bloodsucker sometimes, Jim. What's fair got to do with it? Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei Blood Bowl 2. Ja, wir haben den Münzenwurf verloren. Extremely fast. Keep an eye on the fastest and injure some players quickly. Yeah. So, wir haben, doch noch keine neuen Spieler gekauft, weil ich hatte einfach zu viel Lust zum Spielen. Und, aber ihr könnt weiter Vorschläge für neuen Spieler in die Comments schreiben. Wir sind hier gegen Skaven Team. Wir haben wieder unseren Nemesis, den Hackflem Hoppeldorn. Dann haben wir hier... Das ist der andere Starspieler, ne? Ne, das ist nicht der. Das ist der andere Starspieler. Was kann der denn? Der hat Klaue und schweres Gerät. Okay. Und Stärke 4. Okay, das ist auch nicht so angenehm. Ja, ansonsten haben wir hier welche mit Ringen und Manndeckung, alles klar, ganz schön eklig. Und haben wir einen mit Kick und Ringen und Bewegungsreichweite und wir haben hier zwei Gossenläufer mit nur Ausweichen einer, okay, und was hat der noch? Ringen, okay. Und dasselbe auf der anderen Seite und hier haben wir einen Unterstützungs- und hinten Gossenläufer wieder mit Ringen und Ausweichen. Und einer mit Ausweichen und Unerschrocken. Alles klar. Wir werden sehen, ob wir dagegen bestehen können. Unser neuer Tentakel-Minotaurus, also sei es neu, der Blood-Scorpion. Mal sehen, ob ihm die Tentakel heute helfen. Okay. Und wir kicken den Ball mal, beziehungsweise der Cartman kickt den Ball mal in die gegnerische Zone. Wir bekommen einen Bonuszug. Das ist doch nett. Hm, was machen wir mit unserem Bonuszug? Ich glaube, wir versuchen mal einen Blitz gegen den Hackflem, damit wir den direkt mal irgendwie wegkriegen. Der hat ja nur Rüstungswurf 7. Und... Yeah. That's how you take down a rat. Immerhin gelähmt. A solid punch to the mangy critter. So, dann kann Buckfish mal hier hin und den Ball fangen. So, und mehr Leute an den Ball ist mehr Leute an den Ball ist mehr Leute an den Ball. Der Minotaurus. Okay. Hier kriegen wir auch noch jemanden nach vorne. Der Mischka einmal nach vorne. Und auch der Cartman geht ein bisschen nach vorne. Alles klar, wir beenden unseren Bonuszug. Und Buckfish fängt den Ball. Das ist ein super Start für das Spiel gegen die Skaven. That speed, it will be difficult to catch. The tail, Jim. All you need is the tail.
So, die Werfer haben wir uns noch gar nicht angeguckt hier. Was haben die? Die haben Zielen, Ballgefühl, Wurfsicher, alles klar. Der andere hat dasselbe, alles klar. Gucken, ob wir heute ein paar Casualties hinkriegen, weil wir haben relativ viele Leute mit Knochenbrecher. Und die Skaven sind ja nicht die bestgerüsteten, aber der, unser Ballträger geht jetzt erstmal down. Good defensive block. Schade, schade. Gut, gut. Der Ball bleibt aber in unseren Reihen liegen. Bam. Plastiklöffel ist K.O. Nee, dafür sehen wir keinen Apotheker. Der gute Beru ist ja heute, glaube ich, auch nicht dabei. Ja, sehr schön. Der Starspieler ist, glaube ich, gelähmt. Nee, ist nicht der Starspieler gewesen. Aber, nee, der Typi ist gelähmt. So. Dann hauen wir doch mal den Starspieler. Na, Wiederholungswurf. Warum ist denn das jetzt nur ein 1? Ach, da, weil da vorne auch noch einer ist. Okay. Folgen. Und. Gelähmt. Ja, Starspieler lähmen ist heute ein guter Job, den wir machen. So, dann haben wir hier noch einen, den wir prügeln können. Ah, der hat... Ach so, der hatte unterstützen, deswegen. So, was haben wir hier vorne? Den müsste ich, glaube ich, jetzt mal eben wegboxen. Dafür muss ich zuerst den wegboxen. Aber den kriegen wir hin. Das ist sogar ein Dreierblock. Than hitting someone smaller than you, Jim. So. Go, big guy. Trample all over him. Ah, schade. Aber jetzt haben wir wenigstens zwei Leute in einer Tentakelreichweite hier. Und der kann jetzt auch geboxt werden hier. Raus. Weg da mit dir. That player is looking rather smug for remaining upright. Pride comes before. Also Backfisch nimmt den Ball wieder auf. And who do we thank? Thank you, Tinch. Oh, bless you, Bob. Do you have a tissue? So, einmal hier versuchen, einen kleinen Käfig zu bilden. Dahin. Und der Cartman geht dann mit einem Go-For-It nach hier. Ich weiß, Go-For-It ist immer so eine Sache bei uns. Aber Cartman schafft es diesmal. Sehr schön, dann können wir den jetzt noch hauen. Ah, der hat keinen Block, das ist doch perfekt. Und tot. Beach ist tot. Nimmt er den Apo? Er nimmt keinen Apo. Okay. Hat er überhaupt einen Apo? Er hat einen. Okay, wir haben noch einen Blitz. Den können wir mit dem Mischka blitzen. Und ich verschütte meine Cola hier. Und gut. Ja, aber bevor die Zeit abläuft, hier Blitz. Der hat Ringen. Ja. Und wir beenden dann unseren Zug. Und ich habe Zeit, hier mal sauber zu machen. Während der Gegner hier uns langsam aber sicher kaputt prügelt. Ein 1er Block. Gegen Koali, aber der hat Ausweichen. Ist das ein ekliges. Gut, dass das Zeugs nicht auf meine Tastatur drauf ist. Das Spiel ist so spannend, ich verschütte mein Getränk. Oh. Nice, nice. Turnover. So könnte das doch öfter mal laufen hier. So, jetzt bin ich hier noch nicht mit Putzen fertig. So, aber wir können ja trotzdem schon mal ein bisschen prügeln. Und zwar mit Coriminus. Einmal hier drauf. Wir haben Blocken, der Gegner nicht. So.
Dann der hier möchte gerne einen aufs Maul kriegen. Leider hat der auch Block. So, diesmal ist er hin. Bleiben. Nice. Ich glaube aber, dass ich die Animation mal wieder ausmachen kann eigentlich. Nur Touchdowns bitte. Mishka hier rüber. Samur hier rüber. So, und den versuchen wir jetzt mal rauszukicken. Manage to lay out an opponent of half his strength? Keep pushing. Hang on, did you see that? Ouch. The fur really did fly. Mm-hmm. That player is shuffling off the field and possibly off his mortal coil. Und einmal hier ein Blitz. Schade nur ein Schieben. Folgen. So, dann ziehen wir den hin. Ah, Mist, den habe ich nicht gesehen. Komm, schaffst du mit Ausweichen. Ah, mit einem Wiederholungswurf schafft das auch nicht. Okay. Das ist der Ballträger ziemlich frei. Und wir haben mal wieder durch die wahnsinnige Kompetenz des Trainers Koali unseren Beiträger hier entblößt. Well, they had to retreat a little. It was getting dangerous. Ah, the only use for a ball, in my opinion. Es ist dieser der dämliche Hackflem wieder frei. Hm, nice. Nice, nice, nice. Gelähmt, okay. Wir sind dran. Und wir starten erstmal damit, dass der Lesrak aufsteht. Und dann wird der Hackflem vom Cartman geschlagen. Diesmal kriegen wir ihn besser down als beim letzten Spiel. Well done. He helped the ball carrier. Und wieder gelähmt. So, der hat unterstützen. Nicht so cool. Das heißt, wir kriegen hier trotzdem einen Einserblock hin. That's disappointing. They're both still standing. Hm. Tja. Hier haben wir einen Block. Okay, der läuft auch. Bleiben. Mhm. So, hier haben wir einen Block. Fair fight can be so overrated. There's always room in sport for a scrap like this. Gelähmt. Komm Leute, wir müssen ein paar Casualties machen hier. Es kann ja nicht angehen, dass die Scaven hier noch stehen. Dahin. Folgen. One less annoyance to deal with. So. Schieben. So. Der wird jetzt gleich hier wahrscheinlich rauslaufen. Hm. Dann machen wir noch einen Blitz. Wir nehmen den Blitz mal. Wir blitzen mal den hier. The carrier himself blocks. That's really risky. Der hat ausweichen, aber das ist mir relativ egal gerade. Denn ich möchte eigentlich nur noch hier. Hm. Ja. Ist klar. Gut, dann gegen den hier. Wir haben beide Blocken. Come on, guys. Clues in the title. Okay. Let's see some blood in Blood Bowl. Da kommt der Blitz. Das ist ein Minusblitz, glaube ich, oder? Balls, ja. Jim. They're going for the ball. Boah, schieb mal.
Got it. Aim for the ball carrier. Take them down. Jetzt haben sie den Minotaurus auf eine ziemlich fiese Position geschoben. Aber gut, dass er keinen Blitz mehr über hat. Der Mischka wird zu Boden geschmettert und ist K.O. Yes. Also ziemlich viele Einsen bei den Einser-Blocks bis jetzt für den Gegner. So. Der geht down. Und wahrscheinlich rauskommt. Knochenbrecher. Also irgendwie... Es ist noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, wir gehen... Ja, da können wir noch nicht richtig raus. Der Samu kann den nochmal blitzen. Der hat keine Ringen. It looks like rat stew on the menu tonight. Der ist gelähmt. Mal hier rüber. Und dann werde ich jetzt mal versuchen, einen Pass hinzukriegen. Also habe ich jetzt vermasselt. Aber gut. Das war wieder Dummheit von Koali. He's on him now, like a halfling on a hot dinner. Und folgen. Zug beenden. Also noch kann er hier was machen. Er ist hier mit den Leuten an dem Ball, die liegen halt alle. Da steht der erste schon auf. Noch einer. Und jetzt gibt es bestimmt gleich einen Blitz. Ja, jetzt kommt der Blitz. Und wieder Reroll. Oh nee, jetzt würfelt er zweimal die 6. Genau das, was er nicht machen darf. Scheiße. Aber gut. Und der Typ, dem wir eh den Ball geben wollten, hat den Ball gefangen. Nämlich unser guter Samur. Der wird jetzt gleich den Touchdown machen. Zumindest werde ich das versuchen. So, einmal hier ab in die Zuschauer mit dir. You know, a fence may solve this problem of players being eaten by the crowd. Just a thought. Okay. So, dann haben wir hier die Möglichkeit zu blocken. Dort ausweichen. So, und hier haben wir noch einen Block. Ah, komm, Wiederholungswurf. Yes. The fans seem very ab in die Fans. I hope they leave a few bits of the player intact. So. Aufstehen. Cartman. Blitz. Und da geht der nächste nämlich in die Fans. That's a dangerous place to be. Ah, nee, doch nicht. Hier war noch ein Platz frei. Bleiben. So, der braucht einen Go for it. Aber ich gehe mal hier hinten an die Kante. So, hier haben wir jemanden, der möchte gehauen werden. Beide haben Block. Nochmal. Ja, jetzt geht er down. Folgen. Jo, und der Starspieler ist verletzt.
Sehr schön. Das war Eloridas. Herzlichen Glückwunsch. 2 Starspielerpunkte für dich, Eloridas. Zug beenden. Ja. Vielleicht war es ein bisschen blöd, den so weit nach hinten zu stellen, weil die Skaven sind doch schneller, als man denkt. Und da kommt der Blitz. Und das ist der Touchdown in gegnerischen Zug. It was time. Oh, wait! Something's happening! Here we go again! Touchdown! Touchdown! This is a rare treat. Oh, pushing the ball carrier back into their own end zone. Oh, please, thank them for me, please. Well, with that touchdown under their belt, we can finally get this match started. Ah, the boneheads are back. Well, at least the ones that can walk. They've kicked the ball to the opponent. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist. Now it's time to think defensively. Hab ich jetzt einen Zug verloren? Ich glaube nicht, ne? Stell den Spieler zur Verteidigung auf. Das heißt, ich krieg den Ball auch noch. Das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt. Ich mach den Touchdown und krieg noch den Ball. Besser geht's noch nicht. So. Hier. Manu. Du kannst mal den Kuriminus ersetzen. Der Manu braucht noch 2 Starspielerpunkte. Ich habe noch 2 Züge. Das ist schwer zu machen mit dem Touchdown, aber vielleicht kannst du jemanden umprügeln, Manu. So, hierhin. Und hierhin. Und hierhin. Plastiklöffel nach außen. Und Cartman dahin. Koali auch nach links. Alles klar. Bob, did you know that there are all Skaven leagues played in great caverns underground? The teams are backed by the powerful greater clans, so you have clan Skyr teams, ich komm schon wieder in Bonus zu. Teams, and so on. You lost me after Bob, Jim. Don't talk to me okay, for the ich hab doch irgendwie falsch gelesen. I should probably say something meaningful to all our Cabal Vision viewers. All I can think of is splat. Splat. Komm, auch ein Go for it. Cartman schafft das. Yes, okay. Es könnte jetzt schwer werden für mich jetzt das Ding zu verteidigen hier. Weil ich bin echt von was anderem mit ausgegangen. Ich habe das wieder mal falsch gelesen hier. The players arrive to assist their teammate. Das ist schon weird, wenn der Touchdown im gegnerischen Zug passiert. Weil ich glaube, so hat sich jetzt irgendwie das ganze Spiel ein bisschen rumgedreht. Also es fühlt sich gerade ein bisschen komisch an. So, da geht jetzt der Gossenläufer und holt den Ball. Scoops up the ball with ease. Yep. Hier gibt's der Manu muss jetzt dran glauben hier. Alles direkt gelähmt. This player, the attacker, smells weakness.
Very nice. So, der Hackflemm bricht nice. Aus. Very nice. Go on. Catch him. That's easier said than done, Bob. Hat er noch einen Wiederholungswurf? Ja, hat er. He won't leave him alone anytime soon. Okay. Jetzt sind wir dran. Wir stellen den mal hier hin, weil der wird wahrscheinlich einen Pass empfangen wollen. Und hier der Samur einmal niederkloppen. Ja, das klappt diesmal viel besser gegen den Hackflemm. One more step and... Wieder nur gelähmt, leider. So, die Sturmratte hier möchte ich wegkriegen. With arms like three trunks. Ja. There's only going to be one result in that spat. The domino effect in action. Touchdown wird nicht mehr möglich sein für den Gegner. Wir haben noch einen Wiederholungswurf. Nehmen wir den noch jetzt. Plastiklöffel kann ein paar Starspielerpunkte gebrauchen. Leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. So, hier ein Einsam. Gossenläufer müssen weg. Komm, noch ein Brecher. Aber es bringt nichts. Es ist nicht... Koali noch ein Einser gegen die Bossenläufer. Come on, guys. Okay. Team Spirit is the key. Well, except for me, okay. So, letzter Zug für die Skaven in dieser Halbzeit. Sieht schon geil aus hier mit den Tentakeln. Bis jetzt haben sie uns ja noch keine Dienste erwiesen. Aber ich bin sicher, das kommt noch irgendwann. Na komm, Gegner. That's a holding maneuver, if ever I saw one. Stupid to trip up like that. Bad for your head. Hat er noch einen Wiederholungswurf? Er hat noch einen. Aber legt sich trotzdem aufs Maul. Wir haben noch einen Zug. Wir kommen aber nicht mehr groß an den Ballträger dran. Das heißt, wir prügeln einfach so ein bisschen rum. That one's got fists bigger than ham joints. It reminds me of the famous story of Nurgling and the Great Unclean One. But this time, no miracles. What are they slapping each other with? Dead fish? Put some force behind those punches! Komm, Manu! Ja, es hat nicht sollen sein. Apparently, wizards call that kinetic energy. Blitz haben wir schon gemacht. Ein Einserblock können wir noch mit dem Cartman machen. Natürlich die Eins. Let's see what the other side can do. Okay, Halbzeit zu Ende. Wakey, one team's got some early knockouts back. Must be a real kick in the head to have to kick the ball away when you're losing. Get it? Yes, I do. Wo ist denn der Mischka? Da ist er. So, der Manu muss wieder aufs Feld, diesmal für Plastiklöffel. Ja, hier den
Hackflemm können wir da mit den Tentakeln auch mal ganz gut beharken. Ansonsten sieht das doch ganz gut aus. Diesmal kriegen wir den Ball. Well, it's okay. Some say it's perfect for playing Blood Bowl in. I call it dull. Ja, wieder mal hat Plastiklöffel die... They're gathering around that little player. Den Ball gefangen. Folgen. Look, Twinkle Toes there. So, diesmal geht er down. Sehr schön. So, auf der anderen Seite der Eloridas. This is going to be decisive. Okay, auch er schafft es nicht beim ersten Block. That's it. Force him back and then pow. Schauen wir mal, ob der Frank das besser hinkriegt. Nee, auch nicht. Good call. Intimidation is the key. It was one of my strengths when I was still. Oh Gott, ah, da stand noch einer. Nee. Der hat Klammerschwanz. Geschafft. Ich hasse Hackflemm. Komm, Blood-Skorpion, mach den mal hin. Approximately the same size as his entire opponent. The bigger they are, the harder they punch. Okay, schafft er nicht. Cartman ist aber jetzt dann frei. Lauf mal hier rüber, Cartman. Kuriminus Blitz. Sehr schön. It looks rather like an old traditional spectacle in his style. I know this one. Toromania. So. Buckfish, ist es mal wieder Zeit für einen Pass. A quick pass here should do nicely. Sehr schön. Sehr gut gemacht. So, Manu einen nach vorne und schon sind wir in Zug Nummer 9 für die Skaven. So, jetzt hoffe ich mal, dass der Hackflemm da nicht rausjumpt. Aber vielleicht versucht er sogar einen Block gegen den Minotaurus. Sieht ein bisschen danach aus. Bin gespannt. So, der hat nämlich unterstützen, glaube ich. Es könnte einen Einser-Block sogar geben. Ausweichen, hat geklappt, alles klar. The attacker has an assist. Aber er schiebt den Minotaurus nur. Aber jetzt ist er wenigstens weg vom Hackflemm, ne? Das war das, was er wollte. Der läuft nämlich jetzt weg. Feigling. Da kommt der Blitz gegen Cartman. Au. Oh. Now that's sorry. Und Cartman ist K.O. Let's take a quick look at that bet. Yes, the unmistakable sign of a player's eyes rolling up into his head. He'll be out for some time. Wir prügeln noch ein bisschen. Das ist das, was wir am besten können. Auch wenn es manchmal nicht so gut klappt, wie wir es gerne hätten. Zum Beispiel jetzt. Aber zumindest die Wiederholungswürfe klappen heute beim Blood Scorpion. Ja, und auch verletzt. Hm? So, Mischka, hier rüber. Und pass auf Backfisch. Ich hätte es wissen müssen, dass Mischka nicht mit dem Ball umgehen kann. Naja. Ich denke, das gibt's gleich wieder einen Block gegen den Minotaurus.
Ah, der Hackflamm kommt jetzt nach hinten. Das ist natürlich kacke. Wenn der in der Nähe vom Ball ist, ist immer scheiße. Aber hier kommt nur ein Zweierblock. Ne, ist ein Einserblock. Ja, schieben, ist okay. Mit Schieben tut man dem Kuriminus jetzt nichts Böses an. Ja, der Gegner spielt relativ risky. Okay, nächster Zug für die Nordpol Chaos Squad. Prügel, Prügel. With fists flailing, he's following up, hoping to get the knockdown next time. That's quite a mismatch, Bob. I know. That weedy fella's gonna get splatted. Oh, I'm excited, Jim. Wieder kein Casualty. Aber das heißt, wieder eben haben wir einen verursacht. So, dann haben wir hier jetzt mal den Lesrak gegen den Starspieler. Diesmal schaffen wir es nicht, ihn zu verletzen. Geh mal weg. So. Backfisch nimmt den Ball. All the same. These mutations are very effective. Mal hier rüber. Und dann den Pass auf. Nee, auf Konali, auf Manu. They throw the ball into a ready-made cage. Nice one. So. Hier rüber. Und hier nach vorne. Und hier hin. Der Samur muss mal wieder gegen alle kämpfen, hier aufstehen. Und Koriminus kann sich noch einmal rächen. Der hat Ringen. Ja, von dem Ball des Boden. Okay, Zug beenden. Manu hat den Ball. Wir versuchen mit ihm jetzt den Touchdown zu machen. Blood Scorpion schön in der Mitte. Ich würde die Tentakel jetzt auch gerne mal in Action sehen. That player is looking rather smug for remaining upright. Pride comes before a fall. Hm. Versucht er jetzt den Käfig zu verlangsamen. Und auch der Hackflamm geht jetzt weiter nach vorne. Wenn er gleich Pech hat, steht er wieder in Tentakelreichweite. So, jetzt gibt es gleich einen Block gegen den Samur. Is about to get punched above, oh, ja. And below the belt at the same time. Zu Boden mit dem Samen. The player remains very quiet. He may not be noticed. Okay, aufstehen ihr beide. Aufstehen, Koriminus. So. Einmal hier den Block. Is approximately the same size as his Feldspieler, damit steht der Hackflamm. Sehr gut, K.O. In Reichweite der Tentakel. Da ist er dann noch gut aufgehoben. Mischka einmal gegen den hier. Das läuft. Oh. Dann haben wir hier den Illoridas, der kann Blitz machen. Und der hat keinen Block. Nee. Frank nach vorne. Ali nach vorne. Ballträger nach vorne. Auch hier nach vorne. Lesrak Dark möchte sich bestimmt auch noch am Prügeln beteiligen. So, dann ist doch schon der Zug wieder vorbei. Ein Feld haben wir gut gemacht mit dem guten Manu. Hier links müssen Samur und Koriminus weiter gegen die Übermacht kämpfen.
Is the assist gonna be enough to come out on top? Ah, ich dachte schon, er haut den Minotaurus mit dem Doppel, das hätte mich jetzt sehr gewundert. Ausweichen natürlich. That player is so close to a world of hurt. Ach was. The fans are ravenous, and so am I. Just one more step. So, wir sind wieder dran und wie ich das richtig sehe, steht der Hackflamm vor dem Minotaurus. Und er geht gleich down, er geht down. Ich habe das irgendwie im Urin. Ist K.O. immerhin. They've smacked a player to relieve his team. Well done. So, der Werfer hier muss auch über den Jordan gehen, hoffentlich. Ja, zumindest gelähmt. Gut gemacht, Lesrak. So, hier die ganzen rüstungslos 7 Leute, die müssen doch eigentlich jetzt mal... Also mit den ganzen Knochenbrechern müsste das doch jetzt mal hier... irgendwie der Verletzungswurf ist immer das Problem. Das ist sogar ein Dreier hier. Folgen. Da hat es sogar die Rüstung gehalten. Mischka geht noch einen nach vorne. Ballträger einen nach vorne. Der Käfig wandert langsam, aber sicher auf den Gegner zu. Ja. Haben wir schon geblitzt? Ne, haben wir noch nicht geblitzt. Alles klar, der geht down. What can you do against a full speed horned opponent? The aim between the eyes. So. Der Samu steht jetzt hier natürlich selten dämlich, aber es ist gar nicht so... gar nicht gesagt, dass er jetzt hier in die Crowd geschubst wird. Ah, er macht den Blitz. Er macht sogar einen Minusblitz. Okay, Samu geht in die Crowd. Oh, he's going to get intimate. Und ist K.O. Mit einem Negativblock. Also das muss man dem Computer erlassen. Das war risky, aber... Und auch der Kuriminus geht down. Und ist gelähmt. So. Hier haben wir wieder... den Blood Scorpion, der wieder prügeln möchte. Gegen den Gossenläufer sogar. Wie, hoffentlich klappt das jetzt mit dem Einzelgänger. Ja, hat geklappt, Gott sei Dank. It reminds me of the famous story of der ist gelähmt. And the great unclean one. But this time, no miracles. Also hier klappt das Prügeln ganz gut. Der Mischka, nee, das lassen wir lieber den Frank erledigen hier. Der hat auch Blocken. Ist klar. Folgen. Jetzt kann der Mischka das mal machen. Okay. Bleiben. So, und noch ein Feld. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, werden wir das zwar nicht mehr schaffen, aber... ich hoffe mal, dass wir hier ein paar gleich raushauen können. So, wir haben noch keinen... hier können wir mal einen Blitz machen. Lesrak. Der hat Kick und Ringen, das heißt, wir schieben ihn nur. Und bleiben stehen. Und bewegen uns mit dem Go-For-It wieder zurück. Und beenden den Zug. Jetzt werden die hier wahrscheinlich alle hier rüberlaufen. Their
Immer noch zwei Züge, also wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwann da durchbrechen. Dann kommen die Gossenläufer wieder hoch, also der eine zumindest. Und auch die Sturmratte mit Guard, ganz annoying. Da kommt der Blitz gegen den Lesrak. Those players are very close. Smells like a fight is about to happen. Okay. Lesrak, aufstehen. Griminus, beteilige dich am Kampf. Ja. So. Mischka, einmal den Gossenläufer hauen, bitte. Der hatte keinen Block. Perfekt. Und K.O. Richtig. A solid punch to the mangy critter will stop it flipping around. Knockout! Der geht auch down. Der geht auch down. So, steht da noch einer? Ne, da liegt einer nur. Okay. So, versuchen wir die jetzt mal hier einzumauern. So, und der wird sich nach hier begeben. Der gute Manu. Und er macht mal hier einen Blitz. That one's got fists bigger than ham joints. With arms like tree trunks. There was only going to be one. So, jetzt habe ich die alle in Tackle-Zonen hier. Und okay, die können alle aufstehen. Der wird wahrscheinlich rauslaufen und einen Blitz machen. Aber das ist ein Negativblitz. Ja, was habe ich gesagt? Der macht sogar einen ziemlich dummen Blitz. Okay. Schieb ihn mal und wir machen wieder... Ah, ne. Schiebt ihn wieder in die Touchdown-Zone. Okay, gut. Touchdown! That's not the script. You don't normally score like that. Zweimal im gegnerischen Zug einen Touchdown gemacht. Das müssen wir erstmal nachmachen. Make out your will and check your insurance policies. Keep away from the fans, because they're not gonna be happy. I wonder if I was king, would I want to return to the game? Probably not. They should replace that player before they lose any more. Despite being in the lead, this team now has to kick the ball to the losing squad. They'll want to get it back as soon as they can. So, jetzt versuchen wir das Ganze hier mal ein bisschen zuzubauern. Gucken, ob er versucht, da durchzubrechen, obwohl einen Zug hat er nur noch. Mal sehen. Jetzt haben wir in der Tat einen Zug verloren, kann das sein? These Skavens are just too fast. Look at them. Wiederholungswurf. So nicht, mein Freund. Nicht gegen den Frank. Na, durchbrechen. Das ist dein letzter Zug. Das wirst du nicht mehr schaffen hier.
Werfer geht nach vorne. Ausweichen! Komm, das muss jetzt hier auch mal. Ich will diese Tentakelmann-Aktion sehen hier. It looks like rat stew on the menu tonight. Okay, das war das Spiel. Diesmal so nicht so schlimm wie das Game. Wie das letzte count. Mal. Jo. Ja, seht ihr jetzt auch, dass wir jedes Mal 20.000 ausgeben müssen. Nach dem Spiel, weil unser Teamwert jetzt inzwischen so hoch ist. Plastiklöffel hat den MVP bekommen. Ist klar. Dann gehen wir doch mal in unser Team rein. Weil wir haben ja einen Aufstieg. Mit Manu und mit Samu haben wir sogar zwei. Stufe aufsteigen. Oh, ein Pasch. Aber ich glaube, ein Pasch bei einem Chaoskrieger ist jetzt nicht so angebracht, ne? Team-Captain können wir dann vielleicht wieder... Geschicklichkeit, ein Chaoskrieger mit Ausweichen und Blocken. Nee. Ich bin ja entweder für Klaue... Oder alternativ für Tackle. Ich glaube, der Samu ist der Erste, der Tackle bekommt. Weil ich habe ja letztes Mal gesagt, wir brauchen ein paar Leute mit Tackle. So. Und der Manu. Spike Magazine. The periodical both players and fans read. Blocken. Sehr schön. Jetzt sind wir auf allen Blocken, außer auf dem Minotaurus. Dit läuft. Ja, und das nächste Mal spielen wir gegen ein anderes Chaos-Team. Da müsst ihr uns die Daumen drücken. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss.